Adasachi kennen mittlerweile hoffentlich die meisten von euch. Das ist nämlich dieser Typ hier, der aktuell versucht, von Berlin bis nach New York zu joggen. Konkret bedeutet das, dass er eine Strecke von 3000 Kilometern zurücklegen will und dafür joggt er seit ca. 15 Tagen jeden Tag mindestens einen Marathon. Und ich habe mich gefragt, ob ich genau das komplett ohne Training einen Tag lang durchhalten würde und habe deswegen den Selbstversuch gemacht. Mein Ziel ist es also, an einem Tag mindestens einen Marathon zu laufen und möglichst so zu leben wie Ada aktuell. Am Tag davor habe ich mich aber zumindest mal ein bisschen darauf vorbereitet. Ich war jetzt gerade noch einkaufen und habe mir einfach so ein paar Sachen für morgen besorgt. Ich weiß noch nicht ganz, wie genau ich das mache, aber ich muss wahrscheinlich irgendwie noch einen Rucksack oder so mitnehmen. Ja, keine Ahnung, ich bin einfach durch den Supermarkt gelaufen und habe einfach das mitgenommen, was irgendwie möglichst sportlich aussah. Zwei Bananen, zwei Powerriegel, dann hier irgend so einen Liquid Gel, keine Ahnung, ein Magnesium Ingwer Shot, Traubenzucker, zwei Powerades und ein Wasser. Ich habe jetzt auch gerade nochmal gegoogelt und scheinbar soll man einen Tag, bevor man irgendwie eine lange Strecke oder einen Marathon läuft, auf jeden Fall viele Kohlenhydrate essen. Deswegen mache ich mir jetzt einfach noch eine fette Portion Nudeln, knall die mir rein mit Pesto, trinke heute einfach noch den Tag über viel und ich bin einfach gespannt, ob ich das quasi in meinem aktuellen Zustand relativ untrainiert, zumindest nicht trainiert für einen Marathon oder so, ob ich das schaffen werde oder nicht. Aber das sehen wir morgen. Okay, vielleicht auch noch interessant zu meinem aktuellen Fitnesslevel. Ich bin auf keinen Fall irgendwie auf Langstrecke oder Marathon trainiert. Das Grundtraining, was ich habe, kommt halt vom Fußballtraining. Aber da spiele ich auch nur Kreisliga, deswegen habe ich eine Grundausdauer, aber auf keinen Fall irgendwie ein annäherndes körperliches Level, so wie Ada. Und ich glaube, das Maximale, was ich bisher überhaupt mal an Kilometern gelaufen bin, waren so vielleicht 10 bis 15 Kilometer. Ich habe mir jetzt mal eine Strecke rausgesucht, die genau 20 Kilometer von mir entfernt ist. Das bedeutet, ich laufe da einfach 20 Kilometer hin. Dann drehe ich um und wieder zurück und dann habe ich meine 40 Kilometer. Klingt in der Theorie einfach, in der Praxis wird es aber, glaube ich, nicht so einfach. Guten Morgen, Freunde. Ich bin gerade aufgewacht. Boah. Natürlich mit Nasenpflaster. Ich habe sehr gut geschlafen, aber bin irgendwie noch so ein bisschen müde. Ich stehe jetzt auf jeden Fall mal auf, richte mich. Dann geht's auch schon bald los. So, bevor es losgeht, darf aber eine Sache nicht fehlen, und zwar Ingwer mit Honig. Das macht Ada auch immer, deswegen probiere ich das jetzt auch einmal. So, ich mache mir einfach hier so eine Ingwerknolle ab. Ich habe gesehen, dass der die auch überhaupt nicht schält. Dann den Honig eintunken und dann einfach probieren. Mmh. Oh. Ja, also ich habe es mir deutlich schlimmer vorgestellt. Der Honig hat es zumindest am Anfang recht angenehm gemacht. Jetzt im Nachhinein brennt es ein bisschen, aber ich glaube, das ist ganz normal. Jetzt fühle ich mich fit und jetzt geht's los. Ciao, später. Bis gleich. Ich nehme euch mit dem Handy jetzt mit. Let's go. Also ich habe bis jetzt noch wirklich ein recht langsames Tempo drauf, einfach um erstmal reinzukommen, mich dran zu gewöhnen und wie Ada sagen würde, jetzt werden Kilometer abgerissen. Erster Kilometer haben wir, ein 40stel geschafft, immer in Etappen denken, sehr wichtig, weiter geht's. Mein Navi sagt, ich soll links abbiegen, da hinten sieht es aus, als wäre da ein Weg. Soll ich über die Felder laufen? Ich laufe hier lang, bevor ich jetzt über Felder laufe. Ach Mist, hier sieht es auch so aus, als wäre hier Endstation. Na gut, dann drehe ich halt wieder um. Egal, Kilometer machen, zählt alles zur Strecke dazu. Ich habe ja kein räumliches Ziel, das ich erreichen will. Ich will einfach nur die Strecke schaffen von dem her. Ist das okay? Kilometer 2 haben wir auch geschafft. Weiter geht's. Und hier geht's runter. Und dann komme ich auf den Feldweg, auf den ich eigentlich drauf wollte. Geil. Ich schwöre, es ist geil. Ich bin gefühlt als Einziger hier unterwegs. Alle anderen schlafen gerade noch oder sind arbeiten. Aber ich mache schon was. Und das fühlt sich wirklich gerade extrem geil an. An der Stelle danke, Ada, für die Motivation. Ich glaube, du bist nicht nur für mich, sondern für viele, viele anderen Jungs und jungen Leute eine Inspiration. Nur deswegen mache ich das hier. Die ersten 4 Kilometer sind rum. Bedeutet, ich habe 10% der Strecke geschafft. Und ich glaube, ich muss auch gleich das erste Mal pissen.
Nächste Straße, die ich überqueren muss. Oder wie Ada sagen würde, Autobahn. Es ist jetzt schon hart. Nach knapp 5 Kilometern. Aber es fühlt sich geil an. Und dafür macht man es doch. Um sich selber gut zu fühlen. Ich habe da hinten so ein paar Bäume entdeckt. Die sehen ganz gut aus, um mal kurz zu strullern. Weiter geht's, würde ich sagen. Weiter geht's. Alter, geil. Da sitzt einfach ein Adler oder so. Wow. Tschüss. Ich höre, das ist halt auch geil. Man sieht einfach was von der Natur. Man kommt raus. Hallo, Kollege. 6 Kilometer abgerissen. Es geht weiter und man merkt, dass man vorankommt. Okay, hier kommt gleich so eine Überquerung. Wieder hier eine Autobahn. Ich glaube, da muss ich rüber. Und ich glaube, nach 10 Kilometern ungefähr mache ich auch mal kurz eine Pause und hau mir vielleicht eine Banane rein. Trinke auf jeden Fall ein bisschen was. Mein Navi sagt mir mal wieder, dass ich hier jetzt hier weiterlaufen soll. Bedeutet, anderer Untergrund. Egal, wir laufen hier jetzt über Felder. Ist jetzt ein bisschen anstrengender, aber scheißegal, komm. So, kleines Häuschen hier. Aber ich habe, glaube ich, einen Schuh im Stein. Einen Stein im Schuh. Den muss ich kurz rausholen. Oh, scheiße, der ist im Socken drin, Mann. Und da habe ich mir schon die erste Blase durch den scheiß Stein reingelaufen. Fuck. Also so wie es aussieht, bin ich irgendwie auf einem Stein gelaufen. Und der hat jetzt eine kleine Schürfwunde in meine Fußsohle gemacht. Und ja, es tut auch gerade ein bisschen... Also ich spüre, dass da ein bisschen offen ist. Ich spüre, dass da noch was drin ist oder so. Und gerade kriege ich aufs Ohr von der Regie. 8 Kilometer geschafft. Geil. Wo komme ich denn raus? Digga, was ist das denn? 9 Kilometer sind geschafft. Fast ein Viertel. 25%. Ist für den Kopf gut. Super, weiter geht's. Ja, Mann. 10 Kilometer sind geschafft. Geil. 1:15 bin ich unterwegs. Oh, was ist da? Perfekt, Mann. Perfekt. 10 Kilometer sind durch. Und eine kleine Bank. Ich mach kurz Pause. Nicht lange, 5 Minuten. Dann geht's weiter auf die nächsten 10 Kilometer. Boom. Ja, so wie es aussieht, habe ich tatsächlich meine erste Blase. Ich spüre das bei jedem Schritt. Hier. Naja, jetzt Socke an, Schuh an. Weiter geht's. Und weiter geht's. Natürlich kann ich mich über die 10 Kilometer freuen. Ist aber auch nur ein Etappenziel. Ich habe noch lange nichts erreicht. 3x so viel vor mir, wie ich jetzt gerade gelaufen bin. Und ich spüre die Blase. Egal, weiter geht's. 11 Kilometer abgerissen. 12 Kilometer. Jetzt geschafft. Aber es ist noch völlig okay. Meine Beine machen nicht schlapp, halten durch. Wir nähern uns ja 20 Kilometer. Das ist mein nächstes Kopfziel. 20 Kilometer schaffen. Und wenn ich 20 Kilometer geschafft habe, dann bin ich gedanklich schon fast auf dem Rückweg. Gut für den Kopf zu wissen, jetzt geht's nur noch zurück. 13 Kilometer geschafft. Ich habe langsam das Gefühl, dass meine Waden sich melden. Die haben, glaube ich, jetzt schon keinen Bock mehr. Egal, ihr müsst doch. Guck mal, was ich hier gefunden habe. Oh, Alter, geil. Kein Trinkwasser. Eigentlich könnte ich hier auch kurz reinsteigen, kurz abkühlen. Boah, ich glaube, das mache ich. Wenn ich hier wieder zurück vorbeikomme, dann steige ich hier einmal mit den Beinen rein. Ich glaube, Eisbad ist doch ganz gut, oder? Ich weiß nicht, ob das während dem Lauf gut ist, aber Eisbad ist bestimmt gut. Weiter geht's. 14 Kilometer geschafft. Und ich versuche mich selber einfach irgendwie zu motivieren. Keine Ahnung wie, aber ich rede mir gut zu, dass es übel geil ist und dass ich fit bin und dass ich das schaffen werde. Auch wenn ich gerade mal 15 Kilometer geschafft habe. Wenn wir das zurücklaufen, haben wir 30 Kilometer. 15 Kilometer sind geschafft. Kilometer 16 ist geschafft. Also ich spüre die Blase, die wird nicht besser. Tut weh. Aber das ist ein Schmerz, den ich auch noch 20 Kilometer aushalten kann. Mein Puls ist übrigens die ganze Zeit so stabil. Zwischen 150 und 160. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder ob das schlecht ist. Vielleicht wisst ihr das ja, schreibt es mal in die Kommentare. Wenn ich das da vorne sehe, wie es da einfach hochgeht. Ah, fuck. 17 Kilometer, geil. Weiter geht's. 18 Kilometer, da war gerade ein Berg, ich konnte nicht filmen. Es war so anstrengend. Ich muss kurz eine Runde gehen. Nee, ich gehe nicht. Komm weiter. Noch 2 Kilometer, dann Pause. Kurz 10 Minuten oder so erholen. Und dann geht's auf den Rückweg. Ich bin im Hanfland angekommen. Geil, was es für Straßennamen gibt. Unglaublich. 19 Kilometer geschafft. Ich bin hier jetzt in irgendeinem kleinen Dorf, kleinen Kaff. Noch 1 Kilometer, dann kann ich hier irgendwo Pause machen. Das bockt nicht, bockt gar nicht. Vor allem, wenn ich da vorne jetzt schon wieder einen Berg sehe, wie es da hochgeht. Aber die Leute scheinen hier sehr, sehr sympathisch zu sein. Sympathisch.
nicht so sympathisch wie euer Berg hier. 20 Kilometer. Ah, 50% haben wir. Ich habe Hunger, jetzt wird was gegessen und kurz ausgeruht, kurz runterkommen. Meine Uhr sagt zwar hier 19,74 Kilometer, blende euch aber mal einen Screenshot ein von meinem Handy, das sagt nämlich genau 20 Kilometer jetzt. Ich vertraue mal meinem Handy, so weit ist ja auch nicht auseinander. Gerade meine Blase angeschaut, die weitet sich immer weiter aus. Für alle, die Füße nicht sehen können oder Blasen nicht sehen wollen, skippt mal jetzt die nächsten paar Sekunden, aber für alle, die es sehen wollen. So sieht das Ganze mittlerweile aus. Ich hoffe, man erkennt das auch. Aber hier ist die Blase. Die war vorher noch übel klein. Und die weitet sich mittlerweile bis hier aus. Also das ganze Ding hier ist jetzt mittlerweile die Blase. Und was ich mich auch immer frage, ist, was würde Ada jetzt machen? So, jetzt kann es weitergehen. Die ersten Schritte Richtung Heimat. Wir sind auf dem Rückweg, 20 Kilometer abgerissen. Jetzt geht's heim. Bei dem Brunnen halte ich vielleicht auch noch Hund. Hallo. Okay, let's go. Rucksack deutlich leichter, aber Beine sind schwer. 21 Kilometer. Beine machen ein bisschen zu, aber da kann man dagegen ankämpfen. Wieder auf Waldweg unterwegs. Hä? Mein Navi sagt rechts abbiegen. Hier rein. Oder was? Ist das hier ein Weg? Okay, ich glaube, ich muss tatsächlich hier durch diese Wiese durch. Ohne Spaß, ich fühle mich 1:1 wie Ada, weil der genau auch mit Navi läuft und auch solche dummen Strecken mit so Baumstämmen und so drin hat. Vor allem kostet das am meisten Energie. Was ist das? Handy verloren. Oh, komm her. Digga, was ist das? Aber ich habe 22 Kilometer geschafft gerade. Hier geht's nicht weiter. Oh ja. Oh, wild. Ich habe es rausgeschafft. Endlich wieder normaler Weg. Weiter geht's. 23 Kilometer sind auch geschafft. Ich merke, dass ich auf dem Rückweg bin. Das ist geil. 26 Kilometer sind geschafft. Und da ist er, mein Freund. Der Brunnen, mein Fuß mit der Blase, den halte ich da kurz rein. Guck euch das an. Blase wird immer stärker, wird immer schlimmer. Boah, geil. Kilometer 27, 28 Kilometer habe ich, 2 Kilometer noch, dann noch mal kurzer Stopp und dann geht's Endspurt 10 Kilometer nach Hause. Jede Strecke, die bergauf geht, kann ich nicht joggen, sonst machen meine Waden zu. Also ich laufe jetzt jede Strecke, die hoch geht, schnell hoch im Gehtempo. Ich freue mich auf die Pause in einem Kilometer und dann ist Endspurt. Oh geil, guck mal, was da ist. Ah, oh, da ist mein Hosentopf für die 30 Kilometer. Die habe ich damit absolviert. Sodele. Oh, Alter, jetzt ist es richtig hart, wieder loszulaufen. Ja, die Blase, was soll ich sagen, die wird wahrscheinlich immer größer. Ich kann nichts dagegen tun. Komm, let's go. Endspurt. Kilometer geschafft. Hier an der Hütte habe ich das erste Mal meine Blase festgestellt. Und jetzt geht's hier wieder auf das Wiesenstück. Es ist eine Qual. Es ist eine krasse Qual gerade. Ah, offiziell 32 Kilometer geschafft. Noch 8 vor mir. Ich schwöre, der Wind arbeitet absolut gegen mich. Als hätte ich noch 2 Leute, die ich hinter mir ziehen müsste. Oh. Es wird immer härter. Immer nach 1-200 Metern muss ich
eine kurze Gehpause einführen, um wieder klarzukommen auf mein Leben. Weil mittlerweile tut meine Hüfte ein bisschen weh. Meine Knie melden sich, die haben keinen Bock mehr. Ich hab Bock, aber mein Körper verabschiedet sich langsam. Vor allem, wenn ich da drüben sehe, wie es wieder hochgeht. Ah. Distance 33 kilometers. Also 43 Kilometer habe ich geschafft. 33 Kilometer habe ich geschafft. Und bin jetzt 5 Stunden unterwegs. Kilometer geschafft. Der Wind arbeitet weiterhin gegen mich, aber ich bin wieder im Laufen drin. Noch 5 Kilometer. Ich habe langsam das Gefühl, ich spüre meine Beine nicht mehr. Auch die Blase spüre ich nicht mehr. Was ist mit der Blase? Ich, keine Ahnung, fühlt sich nicht so an, als hätte ich eine Blase. Ich bin gespannt, wie die aussieht, wenn ich gleich daheim bin. 37 Kilometer geschafft. Ich bin zwar gleich eigentlich daheim, aber ich muss noch einen Schlenker drehen, um mindestens auf 40 Kilometer zu kommen. Also ich will nicht unter 40, auch wenn ich eigentlich nach Hause will. Scheiß drauf, 40 Kilometer ist das Minimum heute. Darunter geht gar nichts. Gerade Kilometer 38 geschafft. Kilometer geschafft. Glaube ich 500 Meter. Dann habe ich es geschafft. Die letzten 100 Meter. Ich habe es tatsächlich geschafft. Genau 40 Kilometer. Ja, und ich frage mich immer, was Ada jetzt machen würde. Ja, absolut krank. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es schaffe. Also natürlich habe ich irgendwie dran geglaubt, aber 40 Kilometer ist schon extrem lang. Ich habe die ganze Zeit gekämpft, vor allem ab Kilometer 30, 35. Hauptmotivation, was soll ich sagen, ist einfach Ada. Ich finde es absolut krass, was der Typ macht. Wie er damit nicht nur mich, sondern auch andere motiviert. Deswegen auf jeden Fall, wenn ich jetzt mit diesem Video hier irgendwelche Leute erreichen sollte, die Ada davor noch nicht kannten, checkt ihn auf jeden Fall ab, supportet ihn auf seiner Reise, weil der Typ, der leistet deutlich, deutlich krassere Sachen wie ich. Ich meine, genau das, was ich jetzt gemacht habe, macht der Typ jeden Tag mindestens. Und das ist, glaube ich, jetzt mittlerweile seit 15 Tagen oder so. Dadurch, dass ich das selber gemacht habe und einen Tag getestet habe, ist mir noch krasser bewusst geworden, was das für eine geisteskranke Leistung ist. Respekt an Ada, das ist unbegreiflich. Ja, riesen Respekt. Vielen Dank für die Motivation. Nur deswegen habe ich es gemacht. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ich konnte vielleicht auch den ein oder anderen von euch damit motivieren, Sport zu machen und seine eigenen Grenzen auszutesten und zu schauen, was man alles leisten kann. Auch wenn man unten nicht trainiert ist, weil das ist ganz viel Kopfsache. In dem Sinne, ja. Ciao. Bis zum nächsten Mal.